You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Oh, sei bloß vorsichtig, bitte. Oh Gott. Und? Was? Was ist denn los? Und? Oh, Clem. Need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Okay. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Ach du Scheiße. It's a goddamn human slaughterhouse. Genau so ist es, Mann. Ah ja, ja, hier ist aber viel. Heuhaken. Ah ja, ja, sieht aber heftig aus. Ja, ja, was die für eine Sauerei hier gemacht haben, die Wichser, ey. Was für eine kranke Scheiße, aber jetzt mal ganz ehrlich und völlig emotionslos mal logisch drüber nachgedacht. Was würde man tun, wenn man wirklich nichts zu essen mehr hätte, ne? Ihr kennt ja sicherlich auch den Flugzeugabsturz, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber irgendwann in den 70ern oder 80ern war es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wo eine mehrköpfige Anzahl an Passagieren abgestürzt ist auf irgendeinem Berg, der saukalt war und alles, und die haben irgendwann nach ein paar Tagen auch angefangen, ihre erfrorenen Mitpassagiere zu essen, ne? Kann man sowas verurteilen? Ich meine, die hatten jetzt immerhin eine Wahl, die hatten auch vegetarisches Essen oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das da so wirklich cool ist, dann auf einmal anzufangen, Menschen vielleicht zu fressen, nur um irgendeine Art von Fleisch zu essen. Ach du Scheiße. Was davon ist die bessere Waffe? Mir gefällt die, glaube ich, besser. Wir behalten die hier. Fragt mich nicht warum. Aber irgendwie finde ich das mit zwei Klingen besser. Oder mit zwei spitzen Enden. Maybe I shouldn't have synchronized through there. This room would give anybody nightmares. Na, da hast du recht, Kumpel. Oh God, what's wrong with these people? Vor allen Dingen eine Gärungssäge. Bäh. Kleiner, was? Viehtreibstab? Was ist das? Ach, ein Elektroschocker. Okay. Sollen wir den dann nehmen? Nachher ist die Batterie von dem Ding leer. Jesus, this is where they butcher people. Sick bastards. All of them. Ah nee, ich glaube, ich will das Ding haben, ey. Ich fühle mich nicht sicher mit dem Elektro-Ding. Oder? Ah, was soll ich machen? Ich kann mich nicht entscheiden. Das Elektro-Ding, wie zuverlässig ist das überhaupt, ne? Ich würde das schon gern haben, glaube ich. Ich würde gern beides haben. Warum müssen denn nicht beides? Ach komm, wir versuchen es mit dem Elektroschocker, oder? Oh, bitte lass den vernünftig funktionieren. Wahrscheinlich würde ich das normalerweise nicht machen.
Aber ich will gern sehen, was passiert. Ob das wirklich nutzbringend dann ist für uns. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Entscheidung getroffen. What the hell do you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Der Kenny, ey. Also gut, wir müssen ihm helfen. Outside the barn. Oh fuck! Just garden place, like you said. Sitting out in the rain like a damn deer. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Can I pick which one to keep alive? Not the kid. No much meat on the tray. Was für Schweine, ey. Oh, I know, Morgan. This is my favorite part too. When I let one think they can just walk right out, they never even look down. What's he doing now? Oh, was hat vor? Where is he? Through the cracks. I don't see him anymore. Where the fuck did he go? I don't know. Look again. He didn't go past us. I'll keep an eye on him. Be ready to act when I say. See what he's doing now. Oh fuck! Oh fuck! Oh nein! Kenny, Mann! Wow! Lili, danke! What the fuck? Lili, danke! Kenny, du fiese, feige Sau! So ein feiges Schwein. Das ist ein feiges Schwein, ey. Das gibt's ja gar nicht. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself, so others can live. I should fucking kill you right now. That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Ah, wir sind nicht wie er. Er wird eh verrecken, oder? Er hat hier im ha- ah, ich bring den nicht um. This is not how the world works now. You won't make me kill you. Wenn ich das Klemm gesehen hätte. Oh fuck. Go. I'll cover you. Just stay here and keep Clementine safe. I'll be right back. Pass auf, dass der Wichser nichts versucht. Oh Gott. Oh Gott. Na, das habe ich gesagt, es fängt an zu regnen. Kenny! Ein Hohlkopf, der Kenny. Einfach stur und ohne Kopf. Ey.
Also mit Kopf, muss man das sagen. Ein Kopf durch die Wand, der Spinne. May, was jetzt? Oh nein. Oh fuck. Und der Zaun ist aus, oder? Ist der Zaun an oder aus? Wer war das? Oh, Carly. Geil. Oh, Carly. Lee? Ow. Shh. Is everyone okay? You guys have been gone way too long. We need your help. Yeah, when you guys didn't come back, I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. No. Ben, stick close. And Lee, be careful. Yeah. Oh, fuck. Wie hat sich das jetzt gedreht in der letzten halben Stunde oder dreiviertel Stunde? Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Okay. Oh, no. I'm gonna take the boy and check around. No, please don't take my boy. Let's go, woman. Settle down. I don't want to hurt y'all. Andy? Danny, is that you? Oh. What's going on out there? Verängstigt. Come here. Let me go. Oh, scheiße. Lee, hit back. Don't come in. You just had to go snooping around, didn't you? Go, Brenda. Wir haben keine Wahl. Wir müssen rein. Brit, come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Stop right there, I mean it. Okay. Think about your husband, Brit. What he had wanted his dairy turned into a slaughterhouse. I'll kill her, Lee. Sachte. Stay back! Don't do anything stupid! Hä? What happened, Brenda? Your family is obviously smart. How did it come to this? Just stop! Please. Oh, guck, da oben ist ein Zombie. Wenn wir sie jetzt weit genug zurückdrängen, dann wird sie vielleicht von einem Zombie gecrimed. Kill you, Lee. Du bist Stück, ey. This dairy was your pride. Look what you've done to it. Stop! I mean it. Nur noch einen Schritt. Oh yeah! Oh yeah! Nimm das, du Schlampe! I said, don't move, asshole! Don't you fucking hurt him! Oh my god! Oh! Andy! Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Calm down. Calm down? What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline! Oh! Nice, Carly! Whoa! Ah! Ah, nein, Mann, du Penner! Ah, in your face, Mann! Steh auf, Mann! Steh auf, Lee! Oh, fuck. Get up! Get the fuck up! Nein! Nein, Mann! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Ah!
Ah, komm schon, hilf mir doch jemand, verdammt nochmal! Ah! Nein, 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 nein! Komm schon, Mann! Lilly! Oh! Victor! Is that all you got, Lee? You ain't shit! It's over! Fuck you! As soon as Dan and Mama get out here, you're all fucked! Away from me, Lee! Bist du nicht wert, Mann? Get back here and finish this, Lee! Bist es einfach nicht wert. Get back here and fight me like a man, Lee! Komm schon, wir müssen. Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah. And Clementine almost ate some. But? I stopped her. I can't leave her alone, Carly. This fucking world now. It's hiding just unspeakable shit at every turn. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Wann hast du Schuss abbekommen? Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? You destroyed this group, Kenny. There's no coming back from it. I did what nobody else would. Everything's gonna be different now. Ja, aber ich hab doch recht mit meiner Aussage, oder nicht? Haben wir nicht recht? Come on, Clementine. Stay close. Lee,
Are those bad people dead? We didn't kill them, so I don't know. They might have been able to get away from the walkers, but I'm sure they won't be coming after us. That's good. Hey, Dad, what's that noise? Was meint er? Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Hä? Hört sich nach einer offenen Autotür an. Tatsache. Da steht ein Kumpi mit offene mit Licht an und so. Okay. Könnte auch eine Falle sein. Don't shoot. We're here to help. Naja. Bis jetzt hat unsere Hilfe immer dazu geführt, dass wir dann die Ärsche waren, ne? Wie hättet ihr euch entschieden? Jetzt, nachdem jetzt wo, also ich gehe mal davon aus, die zweite Episode, also ich weiß das ja natürlich, die zweite Episode ist jetzt demnächst zu Ende. Und wie hättet ihr euch entschieden? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Hättet ihr genauso entschieden oder anders? Figures. Oh crap! Was denn? Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Was machen wir? Was machen wir? Oh, ich will nicht hinschauen. Ich will nicht hinschauen, ich weiß es nicht. You're right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. You're on a real tear today, huh? What do you mean by that? Come on, Kenny. Between this and the meat locker, you know what it means. Fine. Suit yourself. The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do you have? See if there's any water. Oh, die kriegt dadurch auch nichts zu essen, ne? Wir brauchen dringend was. Got it. Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh God, Lee, you're gonna want to see this. Was denn? Was denn? Oh shit. Was denn? Oh. Y'all bandits, but you're fucking rich, what?
Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Clementine. No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If y'all I find thinking it, you're I'll safe? You know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who do. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Mhm. Okay. Ach du Scheiße. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases left. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Okay. Ich finde es immer wieder verblüffend oder halt cool, dass das Spiel sich die Entscheidung, meine Entscheidungen oder die Entscheidung des Spielers merkt und dann hier auch in Filmsequenzen oder in möglichen Dialogen mit NPCs, mit Mitüberlebenden auch hier halt dementsprechend dann anders damit umgeht und anders andere Äußerungen trifft, finde ich sehr geil. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. So, dann gucken wir mal hier unsere Entscheidungen an. Du und 64 oder 84 sind es, oder? 84% der Spieler haben sein Bein abgehakt. Ja, wer würde das nicht tun, oder? Du und 87% der Spieler haben ihr zugehört, bevor Danny sie erschossen hat. Ja, wer hätte das nicht getan, ne? Also, ich weiß nicht, also ist doch selbstverständlich so. Du und 68% der Spieler haben versucht, ihn zu retten. Wen denn? Achso, Larry. Ja. Ja, hätte aber auch. Na, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jeder gemacht hätte. Also sieht man ja hier 68%. Du und 62%. Nee, diesmal sind es aber 82. Diese 82% der Spieler haben nicht beide Brüder getötet. Oh, das sind quasi sehr viele, ne? Du und 44% der Spieler haben keine Vorräte mitgenommen. Das heißt, 56% aller Spieler haben nicht zu Clementine geholfen. Oder zu Clementine gehalten. Was wird uns in Episode 3 erwarten? Ihr habt es schon durch kleine Bruchstücke erfahren. Und ja, bleibt mir sonst nichts zu sagen, außer ich hoffe sehr, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt Episode 3 von The Walking Dead. Ich bin Verity und ich bedanke mich vielmals für euer Interesse an diesem Spiel, an meinem Let's Play dazu. Ich hoffe, das Wenige, was ich gesagt habe, meine kleinen Emotionsregungen haben dazu beigetragen, dass es einigermaßen noch, also dass es noch fesselnder für euch war, als wenn ich nichts gesagt hätte. Oder stört euch das, was ich gesagt habe? Lasst es mich wissen, war es schlecht, war es gut, habe ich zu wenig gesagt oder zu viel? Oder war es genau angemessen, habt ihr genauso mitgefiebert wie ich? Und ja, das war Episode 2, man hört sich dann in Episode 3 wieder. Ich freue mich mit euch darauf und ich verabschiede mich. Bis dann, bye bye und tschüss. Und ja, was ich noch sagen wollte, lasst mich wissen, wie ihr entschieden hättet. Wie hättet ihr jetzt entschieden in Episode 2? Hättet ihr genauso entschieden? Hättet ihr anders entschieden? Lasst es mich wissen. Alles in die Kommentare damit und ich würde mich freuen, das zu lesen. Und ja,
Jetzt bin ich aber wirklich weg. Tschüss. Ich meine, vielleicht da kommt noch was, aber da kommt nichts mehr. Könnt jetzt eigentlich theoretisch ausschalten. Kommt nur noch hier Abspann. Es sei denn, ihr wollt natürlich hier sehen, wer das coole Spiel gemacht hat. Dann könnt ihr dranbleiben. Aber ansonsten, eigentlich kommt jetzt nichts mehr. Könnt ihr ruhig jetzt, ihr könnt schon, also ich gucke mir auch gerne immer Abspann an. Wie ist es bei euch? Schaut ihr gerne Abspann? Oder seid ihr, Oder seid ihr wie die Leute, die im Kino dann hier kaum ist, es geht der Abspann los und das Licht wird hell, geht ihr aus dem Kino raus? Oder setzt ihr euch hin und schaut euch den Abspann an? So mache ich das nämlich. Ja, also jetzt könnt ihr eigentlich ausmachen. Oder jetzt? Nee. Wollt ihr jetzt ausmachen? Ich glaube wirklich, da kommt noch was, oder? Da kommt nichts mehr, das ist jetzt Ende. Das ist jetzt wirklich Ende, es geht nicht mehr weiter. Also komm, jetzt mach doch aus. Oder schau dir doch lieber gerne Abspann. Ah, ich weiß nicht so recht, oder? Ich glaube, ihr seid eher die Sorte von Leuten, die da einfach ausmacht und dann hier kommt nächsten Film, nächstes Spiel, was auch immer. Okay, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann bin ich wirklich stolz auf euch.